Hallihallo und herzlich willkommen in der Bastelecke von Fein Fein Schmeckt's. Ja, wir wollen heute was basteln mit euch. Wir haben uns nämlich was Tolles überlegt. Für die Klasse möchten wir gern ein Adventsbesteck mit euch basteln. Sowas ähnliches wie das hier, bloß in einer kleineren Version. Die Zutaten, die Arbeitsmaterialien, die wir dazu brauchen, haben wir schon mal mitgebracht und vorbereitet. Und zwar brauchen wir so ein Holzstück, ein einfach abgeschnittenes Stück vom Holzstamm. Da kann man ganz viele tolle Sachen draufkleben. Was ist denn das? Ein bisschen Tanne, genau. Und da deine Zuckerstangen. Und dann haben wir hier auch noch mal ein kleines Stückchen Holz. Und da kommt nämlich ein Kerzlein rein. Das ist mit einem Forstner Bohrer und einer Standbohrmaschine rausgebohrt. Das haben wir auch gemacht. Das können wir nämlich, weil unser Papa hat nämlich so eine Bohrmaschine. Wenn ihr möchtet, können wir das gern mal zeigen. Also wenn ihr das wollt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Dann machen wir das gern für euch. Und da kann man so ein Teelicht dann reinstellen. Und ganz toll zum Basteln ist das geeignet für Kerzenhalter unterm Jahr oder eben jetzt hier für so ein Adventsgesteck. Ganz tolle Sache. Und ein LED-Licht natürlich, damit in der Klasse nichts abbrennt. Passt das auch wunderbar. Dann haben wir hier noch ein kleines Stückchen von einer Rinde. Das verwenden wir auch noch. So allerhand und ein ganz liebes, kleines, nettes Männchen. Das haben wir schon sehr lange, das verwenden wir jetzt dann auch. Das ist ein Zipfelmützenwichtelchen. Und dann haben wir noch so ein paar Nüsse und hier auch ein paar Tannenzapfen. Einer ist ein bisschen silber angesprüht, andere sind wieder ganz normal. Dann haben wir hier auch noch so ein paar Orangenscheiben, getrocknete und Apfelscheiben. Da gibt es ja so viele Sachen, die kann man ja überall kaufen. Die gibt es so tütenweise, zeig mal, da haben wir doch hinten da diese Tüten, das gibt es getrocknet, kann man das überall kaufen, im Gartenbedarf, im Gartenmarkt und auch die Tannenzapfen und so, die gibt es halt angesprüht oder man kann die auch selber ansprühen, wenn man dann halt so Schneespray oder irgendwas benutzt. Aber so passt es eigentlich so ganz gut. Wir haben auch so ein paar andere alte Gestecke geplündert, da sind so ein paar Pilzchen und Äpfelchen und da haben wir noch eine kleine Christbaumkugel, also da ist eurer Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Und dann wollen wir mal loslegen. Und zwar werden wir jetzt das alles hier schön auf dieser Platte anbringen. Die hat hier hinten auch so einen Riss. Der eignet sich sehr gut. Und zwar werden wir dann hier auch so ein bisschen die Tannen da reinstecken und festkleben mit einer Heißklebepistole und auch die anderen Sachen so anbringen. Und ganz, ganz wichtig ist halt, dass man von hinten nach vorne runter immer flacher wird, dass man alles schön so richtig dreidimensional anschauen kann. Und das machen wir jetzt. Die Heißklebepistole, die haben wir auch dem Papa gemopst, denn der ist da ziemlich gut ausgestattet, was so handwerkliche Sachen angeht. Und da machen wir jetzt dann damit unser schönes, kleines, nettes Adventsgesteck für deine Klasse. Dann legen wir mal gleich los. Ah, wir haben ja noch was vergessen. Und zwar ist das auch aus Papas Boxenbastelabteilung. Das ist so ein Stück Filzle, oder was das ist. Das kann man so abzupfen, schau mal. Und dann haben wir so kleine Schneeballen. Und die nehmen wir auch noch. Die brauchen wir dann hier als Schnee. Ne? Das haben wir uns hier schon so ein bisschen zusammengezupft. Und eine Lichterkette habe ich noch. Und zwar ist das eine Mikro-LED. Die habe ich jetzt hier schon so ein bisschen auseinandergefummelt, weil da wollen wir einen Teil nämlich um den Baumstamm, um den kleinen oder um die Scheibe rumlegen. Und eine, zwei Stück, die kommen dann mitten rein in dieses ganze Gefüge. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber das zeigen wir euch jetzt dann auf jeden Fall mit ein bisschen schöner Weihnachtsmusik. Wir basteln jetzt alles schön zusammen und dann bin ich schon sehr gespannt, wie es am Ende ausschaut, das Gesteck. Thank you.
Ey, Bubi, das wird wirklich ganz toll. Schau mal, wie das schön leuchtet, auch wenn wir die Lichterkette schon mal anmachen. Der Schnee, herrlich, oder? Super. Ich mache jetzt hier dann noch ein bisschen weiter. Die Rinde muss ja noch hin. Und auch hier die Apfel- und Orangenstücke. Du kannst dann ja später in so Kügelchen und die kleinen Pilze oder sowas festmachen, oder? Mhm. Okay, wunderbar. Aber naja, ich würde jetzt schon gerne mit Musik weitermachen. Na, können wir ja gerne machen. Alles ist klar, dann geht's weiter mit Musik. Und voilà, fertig ist unser leckeres. Nein! Gino erschreckt sich gleich. Was sagst du, Gino? Das ist nicht lecker. Das ist unser toller kleiner Adventskranz, unser kleines Adventsgesteck für die Schule. Und das nehmen wir dann morgen mit. Und dann freuen sich alle bestimmt. Und es schaut doch wirklich ganz, ganz niedlich aus, oder? Habt ihr das gesehen, wie wir das alles schön festgebappt haben und arrangiert haben? Was sagst du dazu? Du magst jetzt lieber wieder runter, ich weiß. Also dann, geh mal runter. Und wir brauchen jetzt noch einen Teller. Und da werden wir den dann, gib mal her, den Teller. Da tun wir dann das ganze Ensemble noch drauf. Weg da vom Feuer. Hallo. Und da tun wir das dann noch draufkleben, dann ist es fest und dann können wir es morgen so mitnehmen. So, jetzt machen wir hier unten einfach noch ein bisschen was drauf. Aber ganz viel. Ja, na. Oh Gott, da braucht man nicht ein bisschen mehr. Und dann setzen wir das Ganze da mittig drauf. Tun wir den Teller hier ein bisschen her. So, und dann kann man es ja noch ein bisschen hinschieben am Anfang. Ich denke, das ist so mittig, oder? Ja. Es passt. Ja, und wenn es dann festgeklebt ist, kann man es dann so auch mitnehmen in die Schule, transportieren, lässt sich super. Da kann man hinten auch die Halterung von den Batterien dann schön auf dem Teller ablegen und dann ist es versteckt. Und diese Lichter, diese Mikro-LED, die hat auch einen Timer drin. Die geht nach 4 bis 6 Stunden ungefähr wieder aus und das könnt ihr euch dann einstellen. Und auch das Teelicht, das ist auch ganz niedlich, das geht auch nach 4 Stunden ungefähr wieder aus. Und das schaltet sich auch zum gleichen Zeitpunkt, wie ihr es eingeschaltet habt, wieder an am nächsten Tag. Also wenn ihr dann euer Haus oder eure Wohnung mit einem Lichtermeer voller dieser LED-Lichter tauchen möchtet, dann macht das ruhig. Das ist ganz interessant, wenn dann abends alle automatisch angehen, alle Lichtensembles. Das ist doch ganz niedlich, oder? Mhm. Ja, und das nehmen wir dann morgen mit. Und dann seht ihr auch, wie schnell und einfach man sich so ein kleines, hübsches Gesteck basteln kann für die Adventszeit. Und wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch ein bisschen animiert, das nachzumachen. Das ist auch gar nicht so schwer mit Heißklebe. Das hält alles total super und man hat überall schon irgendwelche Sachen noch aus der Dekoabteilung. Entweder kauft ihr euch eine Kleinigkeit oder ihr sammelt irgendwas. Meistens hat man auf dem Dachboden oder irgendwo in den Kartons noch von alten Gestecken noch lauter so kleine, süße Sachen, die kann man alle mit verwenden. Hat uns riesig Spaß gemacht, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und das ist jetzt ein extra Video für euch gewesen. Noch eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns wieder zum Kochvideo, wie gehabt, Sonntag und Mittwoch. Bis dahin, lasst euch gut gehen und dekoriert alles schön und habt's gemütlich. Tschüss!